Willkommen beim Plurinet Tutorial Wie melde ich mich an. Wenn Sie Kulturschaffender in der Großregion sind, können Sie ganz einfach auf Plurinet ein Benutzerkonto einrichten, um Ihre Informationen und Veranstaltungen online zu stellen. Klicken Sie hierzu auf dem Kulturportal oben rechts auf den Menüpunkt Anmelden Login. Sie kommen zum Login-Bereich. Unter dem Login finden Sie den Punkt Ich möchte mich registrieren. Klicken Sie bitte dort. Sie kommen nun zum Anmeldeformular. Füllen Sie mindestens die mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder aus. Wählen Sie einen aussagekräftigen Benutzernamen, zum Beispiel den Namen Ihrer Organisation, und ein Passwort, an das Sie sich auch später noch erinnern. Vergessen Sie nicht, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen. Plurnet kooperiert mit anderen Portalen und Printmedien und stellt zum Beispiel Veranstaltungsinformationen zur Verfügung. Sie finden eine immer aktuelle Liste unserer sogenannten Content-Partner unter dem Menüpunkt das Plurinet-Datennetz. Angaben zu Ihrer Person und zu Ihrem Benutzerkonto werden aus Datenschutzgründen selbstverständlich nie an Dritte weitergegeben. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von Plurinet eine automatische Aktivierungsmail. Diese enthält einen Link, den Sie durch Klicken aktivieren. Ihr zuständiger Regionaladministrator erhält nun die Mitteilung, dass sich ein neuer User angemeldet hat. Er prüft Ihre Angaben und schaltet sie dann frei. Diese Prüfung erfolgt, damit niemand Missbrauch mit einem Plurinet-Konto treiben kann. Sie erhalten nun eine Mail mit der Mitteilung, dass Ihr Konto freigeschaltet ist. Sie können dann sofort beginnen, Termine oder Informationen zu Ihrer Kultureinrichtung einzugeben. Gehen Sie hierzu in den Login-Bereich von Plurinet und geben Sie Benutzernamen und Passwort ein.